Wahrscheinlich darunter. Komm mit, Süße. Hier, okay. Bis gleich. Ach, das ist eine finnische, jetzt also Omi. Das schaut aus wie eine Kobra, ein Schlangenkopf. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Für Ägypten zumindest. Würdest du bitte den Aufzug in Gang setzen, Quatermain? Hetz mal nicht rum, Mädchen.
Kulturbanause, das überhaupt keinen Sinn für die Schönheit, für die Präzision dieser alten Hochkultur. Und wo verdammt ist der Schatz? Würdest du bitte den Aufzug in Gang setzen, Quartermain? Ah! Was ist das? Würdest du bitte den Aufzug in Gang setzen, Quartermain? Nein. Würdest du bitte den Aufzug in Gang setzen, Quartermain? Ja. Immer noch skeptisch, wie ich sehe. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein auf sich? Die Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne, als sie die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Ich habe Angst. Mal schauen, habe ich nicht irgendwo eine Lampe dabei oder so? Das wäre doch mal ganz sinnvoll. Fortgeschritten. Aha, Nahkampf, mittlere Maustasche. Taschenlampe, alt links. Alt links. N, C. Nö, nö. Ja. Halt links. Ich habe gar keine Taschenlampe dabei. Präzision. Unglaublich. Unbelievable. Hammer. Doof. Bereit, Quartermain? Nein. Dann überlasse ich dir die Ehre. Die Ehre für was? Der Edelstein ist der Schlüssel für das Tor. Boah.
Heilige Scheiße. Wir sind auf einer wichtigen Mission, schon vergessen? Keine Zeit für Sightseeing. Der Edelstein ist der Schlüssel. Ja. Und nun? Wir sind auf einer wichtigen Mission, schon vergessen? Keine Zeit für Sightseeing. Gib halt her. Der gehört in ein Museum. Eben. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Ja! Oh nein! Eggert! Viele hielten meinen Urgroßvater für einen verrückten Lügner mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ich habe bereits 12 Männer da hineingeschickt. Nicht einer ist wieder herausgekommen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Aber die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Guten Morgen, Herr Quatermain. Immer eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst unter solchen Umständen. Hände weg, Sie widerlicher Primat! Nur ein kurzer Ausflug zum Tempel, meinte sie. Rein und wieder raus.